Hoppla! Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wo geschnitten wird, da entstehen Holzabfälle. Und genau zu diesen Themen gab es in der Vergangenheit schon bereits ein paar Videos, in denen ich euch gezeigt habe, wie man diese Unordnung besser organisieren kann in Form von Holzcontainern, wo man das Ganze reinwirft. Ich werde euch mal den allerersten Holzcontainer zeigen, den ich gebaut habe, noch in meiner allerersten Werkstatt im Schuppen bei meinen Eltern. Und genau das hier ist er. Das hier ist einer von den beiden Holzcontainern, den ich damals in meiner ersten Werkstatt gebaut habe. Und dafür, dass der irgendwie, keine Ahnung, 6 Jahre alt ist, funktioniert er immer noch sehr, sehr gut. Da haben wir den größeren Behälter. Da habe ich mal in der Folge aus der Werkstatt mit euch zusammen auch hier 2 von diesen Kisten gebaut. Einmal für die Formatkreissäge und einmal für die Pendelsäge. Wenn die Holzbehälter voll sind, geht es meistens in den größeren Nebenraum und da zeige ich, wo das ganze Holz landet. Das ist eine Gitterbox mit einem Big Pack drin. Einfach, dass ich das Holz in den Big Pack machen kann und dann den Big Pack einfach mit dem Stapler rausheben kann. Das große Problem hier an diesem System ist aber, dass der Big Pack immer hier drin verkeilt und ich hier immer an dieser Gitterbox rumrackeln muss, bis das Ganze funktioniert. Unterm Strich macht man es deswegen nicht so regelmäßig und es entsteht immer sehr, sehr schnell sehr viel Unordnung. Und Unordnung ist immer ganz blöd, weil dann kann es auch gefährlich sein, wenn irgendwo Holz rumliegt, was eigentlich hier reingehört. Ich packe euch mal hier ein Bild von einem System rein, was es kaufbar schon gibt. Aber das ist nicht so ideal für mich, denn ich hätte auch gerne die Flexibilität, dass ich das System komplett mit Big Pack, mit einem Palettenwagen rumfahre. Denn ein von diesen beiden Systemen, was ich heute bauen werde, soll hier in die Werkstatt kommen, damit ich halt eben dort auch Späne reinmachen kann. Und hier drin kann ich nicht so gut mit dem Stapler fahren. Deswegen werde ich das ein bisschen optimieren, dass es für mich gut funktioniert. Und da nehme ich euch jetzt mit. Am Schluss von dem ganzen Bauprozess zeige ich euch natürlich, wie gut das Ganze funktioniert und wie es halt eben geworden ist. Wir gehen rüber in die Metallecke und fangen einmal ratzfatz an. Wie es dann immer im Leben ist, bevor ich anfangen konnte zu schweißen, musste ich eine neue Rolle von dem Schweißdraht reinpacken, weil die alte halt eben leer war. Am Rand ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr sehr viel schweißt und ihr habt so eine kleine Rolle, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr euch eine große Rolle kauft und einfach von der großen Rolle auf die kleine Rolle das Ganze umwickelt. Da könnt ihr recht viel sparen, denn so diese kleinen Rollen, die sind recht teuer, aber wenn man nicht zu viel schweißt, geht das vollkommen klar. Ich benutze hier heute ganz simples Material, das bedeutet Quadratprofile und Rechteckprofile. Ihr seht, die sehen noch nicht mehr so schick aus, das sind nämlich die haben ein bisschen länger draußen gelagert. Als mein Krag am Regal noch nicht fertig war, dann konnte ich das halt eben nicht drin trocken lagern. Deswegen hat das einfach ein bisschen Flugrost angesetzt. Wenn da aber später ein bisschen Hammerschlaglack draufkommt, ist das absolut kein Problem. Das fällt dann noch gar nicht mehr auf. Zugeschnitten habe ich alles einmal an der Eisele Kaltkreissäge und dann konnte ich es auch schon direkt auf den Schweißtisch legen und einmal punkten. Für euch als Information, das ist ein ganz simples Projekt. Da muss die Schweißnaht nicht perfekt sein. Deswegen habe ich mir hier die Zeit gespart und habe keinerlei Schweißnahtvorbereitung betrieben. Bedeutet, ich habe die Zunderschichten jetzt runtergeschliffen und ich habe auch keine Faser angeschliffen. Kein Problem, spritzt ab und zu ein bisschen mehr. Aber ich sag mal, solange es hält, bin ich damit d'accord. Hier seht ihr 4 Beine von diesem Gestell, einfach, dass ich mit dem Palettenwagen drunter komme. Und die Höhe habe ich so bemaßt, damit ich halt eben eine Europalette vor das Gestell stellen kann und den Big Pack einfach runterziehen kann. Wäre ein bisschen ärgerlich, wenn das Gestell dann zu niedrig wäre und man dann immer eine Kante hätte. Da habe ich drauf geachtet, für euch als Information. Und dann hier an der Stelle auch ein kleiner Tipp, wenn ihr euch auch mal so ein paar Haken herstellen müsst, damit ihr irgendwie was drauf befestigen könnt oder was einhängen könnt. Ich habe hier einfach 10 cm lange Stäbe zugeschnitten und habe die in meinen Schraubstock eingepackt und habe die einfach immer bis auf den Schraubstock geschlagen, dann ist das quasi sowas wie ein Anschlag. Und wenn der Abstand oben, also wie weit das Teil rausschaut, immer gleich ist bei den 4 Haken, dann werden logischerweise auch alle 4 Haken gleich. Und so könnt ihr euch schicke Haken selber bauen, die auch sehr, sehr stabil sind. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Ich habe das Ganze gestern noch fix einmal lackiert. Die können wir jetzt einmal in die Holzwerkstatt fahren, denn da müssen wir gleich noch ein bisschen was machen, dass wir die auch ideal benutzen können. Und dann zeige ich euch auch gleich, wo so halt eben mein Gedanke war, wie man das Ding halt eben benutzen kann. An dieser Stelle gibt es ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung. Es gibt ein paar neue Produkte im Online-Shop. Wir haben jetzt auch Sippo-Blockware. Das ist ein absolut geiles Holz, weil es halt sehr, sehr homogen ist. Ihr habt da keine Fehler. Es ist recht dunkel, wenn man da so ein paar Farbakzente setzen möchte. Das bedeutet 65 mm Sippo-Blockware in 70 cm Länge haben wir jetzt im Online-Shop. Wir haben dazu auch Eiche-Blockware, also Blockware mit Waldkante. Und wir haben die europäische Blockware,
Als Hinweis, die europäische Blockware wird es wahrscheinlich erstmal so nicht mehr geben, weil da im Moment lagerbestandsmäßig ein bisschen schwierig ist, das Ganze zu dem Preis einzukaufen. Das heißt, wer jetzt noch europäische Kirsche haben möchte, schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Wir wissen nicht genau, ob genau das Produkt so nochmal kommen wird, für euch als kleine Information. Bei den Sternholzschneidebrettern hat sich auch ein bisschen was getan, denn wir haben jetzt auch Einzelstücke im Sortiment. Das bedeutet, so wie sie auf den Bildern sind, gibt sie nur einmal. Das bedeutet, die werden auch alle dann fotografiert und genau das, was ihr als Schneidbrett seht, landet dann, wenn ihr es bestellt, bei euch zu Hause. Das ist aber noch nicht genug. Wir haben uns dazu entschieden, weil bei so einem Sternholzschneidebrett ist es sehr, sehr wichtig, dass das halt eben entsprechend gepflegt wird, dass wir einfach bei jedem Sternholzschneidebrett ein Pflegeset, einmal aus einem pastösen Bienenwachs-Finish, das Kontoholz-Finish, und einmal für die schnelle Pflege das Schneidebrettöl, dass wir das auch einmal gratis dazu packen. Schaut gerne mal einmal in die Videobeschreibung, falls ihr vielleicht jemanden habt, den ihr beschenken möchtet oder ihr es halt eben nicht selber bauen wollt. Und genau, jetzt geht's weiter mit dem Projekt. Und fällt euch bei dieser Videoaufnahme etwas auf? Ich habe den Metallbereich endlich mal wieder komplett aufgeräumt, da ist jetzt alles schön organisiert. Die ganzen Metallschrauben sind dort und so zieht sich es jetzt langsam durch die ganze Werkstatt, dass hier einmal alles picobello aufgeräumt wird und ein bisschen umorganisiert wird. Also es macht dann beim Arbeiten viel, viel mehr Spaß, definitiv. Was ihr hier an Plattenmaterial verwendet, ist im Prinzip egal. Es muss halt eben irgendwie ein bisschen Belastung aushalten. Aber wir haben ja sowieso noch die Unterkonstruktion. Ist von daher nicht so wild. Ich habe es mir in dem Fall hier auch echt einfach gemacht. Das Ganze musste mit Press unten rein, also diese Platte, die ich hier reingepackt habe. Und außerdem habe ich das Ganze auch festgeklebt. Wie gesagt, da kommt keine Belastung drauf. Das Gewicht drückt sowieso das Ganze immer unten auf das Gestell. Das bedeutet Kleber. Der war eh ein bisschen älter. Da habe ich den hier einmal aufgebraucht. Musste nichts bohren, nichts schrauben. Konnte es einfach draufpacken, festkleben. Ist eine sehr, sehr gute Lösung. Merkt euch das mal für eure Projekte zu Hause. Ist eine ganz gute Alternative, wenn es die Anforderungen halt eben halt auch hergibt. Und somit sind die Gestelle jetzt offiziell fertig und die sehen richtig gut aus. Die Platte ist unten drauf, die ist schön glatt, da sollte man ein Big Pack auch recht gut runterziehen können. Aber den muss ich jetzt natürlich erstmal hier reinhängen. Ich benutze hier ganz normale Big Packs, die haben 90x90x90. Ich habe jetzt hier noch welche, die haben unten einen Auslass, als ich die noch früher in die Brikettpresse reingekippt habe. Aber jetzt kann ich auch in Zukunft Big Packs kaufen, die keinen Auslass haben, weil ich sie halt eben so nicht mal mehr brauche. Einfach hier die Schlaufe nehmen und dann hier reinhängen. Auf eine Sache wurde ich recht oft auf Instagram hingewiesen. Falls du die Projekte live mitbekommen möchtest, folge mir gerne auf Instagram. Und zwar ist es einfach die Thematik, dass wenn hier Gewicht drin ist, dann kann ich ja nicht mehr hier diesen Gurt hochheben. Aber ich habe das Ganze so bemaßt, damit halt eben hier oben gerade noch so eine kleine Lücke ist. Bedeutet, der Sack liegt unten auf und wir haben hier so ein bisschen Schlupf drin. Man kann aber auch hier noch ergänzend sagen, dass ich hier sowieso keine Schüttgüter drin lagere, wie zum Beispiel Splitschotter oder so weiter. Bedeutet, wenn hier auch Brennholz drin ist oder Holzabfälle, das wird niemals so schwer sein, als dass man das hier ein bisschen nach oben lüpfen kann. Sollte aber auch so passen, dass wenn das Ganze schwer ist, dass man es hier gerade noch drüber bekommt. Eine coole Eigenschaft hier dran ist natürlich, dass man diese kompletten Gestelle mit dem Palettenwagen oder mit dem Stapler bewegen kann. Bedeutet, selbst wenn das Ding mal voll ist und man das mit dem Gestell draußen entleeren möchte, ist das kein Problem. Man kann den Big Pack mit dem Gestell transportieren. Ich zeige euch jetzt auch mal direkt, was ich mit dem einen Big Pack Halter geplant habe. Das war früher immer richtig blöd. Früher konnte ich hier so ein Big Pack gar nicht richtig ausnutzen, weil der halt eben immer auf dem Boden gestanden hat und hier die Seiten schon recht weit runtergeklappt sind. Und so kann ich jetzt hier locker noch 3, 4 Tüten, da kam das Sahne endlich raus, von der Absauganlage ganz einfach hier drin entleeren. Und dann ist der Big Pack auch richtig voll und ich maximiere so ein bisschen meine Lagerkapazitäten. Mein Gedanke hier war jetzt, dass ich mit dem Stapler rausfahre, eine Palette nehme. Ich hänge das Ganze hier einmal aus und ihr seht, da ist jetzt ein bisschen Gewicht drin und das funktioniert noch ganz gut. Und dann kann ich diesen Big Pack einfach seitlich hier rausziehen und das sollte auch funktionieren. Und deswegen habe ich das Gestell genau auf die Höhe gebaut, damit das dann halt eben noch funktioniert. Ich kann diesen Big Pack direkt auf eine Palette ziehen und kann das Ganze dann rausstellen. Ich schnappe mir mal kurz den Stapler und dann zeige ich euch jetzt endlich mal, was immer so nervt bei diesen blöden Gitterboxen. Einen Moment. Wir erinnern uns, der Big Pack hier ist fast schon voll. Das werden wir uns mal merken und schauen mal, wie es gleich aussieht. Ich muss jetzt hier als erstes mal die Kabelbinder lösen, weil ich das Ganze hier immer mit Kabelbindern befestigen musste. Das ist schon das Erste, weil was nicht so optimal ist. Dann kann der erste Schlopp hier drüber, der zweite kann drüber. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob das passiert, was immer passiert, weil der Big Pack noch nicht ganz voll ist. Aber wir werden es einmal zusammen ausprobieren.
Klassischer Vorführeffekt, es ist nicht passiert. Normalerweise hebe ich immer die ganze Gitterbox hoch. Ich will euch das jetzt einmal demonstrieren. So, jetzt ist es nämlich passiert, wenn sich da ein Stück Holz querstellt, wenn die Tüte ein bisschen voller ist, dann hebt man da direkt die ganze Gitterbox mit hoch. Und wenn die Tüten richtig voll sind und da ganz viele kleine Stücke drin sind, dann bekommt man die fast nicht mehr raus und man fängt da an, irgendwie an der Gitterbox rumzutreten. Und das ist ja auch nicht so im Sinne des Erfinders. So Leute, jetzt probieren wir mal, ob wir das Ganze gelöst bekommen. Und das habe ich dann meistens wie folgt gemacht. Hoppla! Jetzt ist der Big Pack draußen. Alle haben sich einmal erschrocken. So Leute, kurz Spaß beiseite. Natürlich habe ich es nicht so gemacht. Ich habe das ein bisschen weiter unten gemacht. Die hängen sonst echt brutal fest. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt so schnell rausfällt. Liegt wohl wahrscheinlich dran, dass der Sack nicht so massiv voll war. Aber für euch als Information, es ist wirklich jedes Mal maximal ätzend gewesen. Deswegen, das war jedes Mal ein Graus, die Säcke da rauszubekommen. Dass es jetzt so laut scheppert, kann mal passieren. Aber wir haben jetzt gleich unsere bessere Lösung, mit der das nämlich so nervig ist, das da rauszubekommen. Das heißt, diese Gitterbox schnappen wir uns mal. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir schnappen uns jetzt einmal unseren Eigenbau, mit dem das viel einfacher funktionieren sollte. Dann schauen wir einmal, ob wir das Ganze hier noch eingehangen bekommen. Also ihr seht, das passt gerade so, dass es halt eben noch funktioniert. Also ihr seht, eben war der Big Pack fast ganz voll. Jetzt haben wir fast noch mal die Hälfte an Lagerfläche hier drin, weil das Teil halt eben jetzt schön ausgebreitet ist. Und wir können später einfach mit der ganzen Halterung nach draußen fahren oder wir können sie halt eben abheben. Also ein absolut geiles System, was den Werkstattalltag auf jeden Fall vereinfachen wird. Ich bin super happy mit dem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video sage ich ciao.